So, willkommen zurück zur nächsten Folge Gothic. Wir haben gerade jede Menge Leute, oder jede Menge Tiere gekillt. Die ganze Fauna hat jetzt Angst vor uns. Flora war, glaube ich, Pflanze, Fauna. Diese Nächte hier dauern aber auch immer ewig. So. Wo bin ich? So, ich bin schon halb durch diesen Wald durch, ehrlich gesagt. Dann kann ich auch in die andere Hälfte noch gehen, oder? Ich kann auf meinem Standardbildschirm nach wie vor nichts sehen. Jetzt laufe ich falsch. Ich laufe zurück. Da will ich gar nicht hin. Dann gehen wir hier lang. Das sieht ja gut aus. So. Oh, und er ist nicht gestorben bei dem Versuch zu fallen. So, stimmt jetzt die Laufrichtung wieder? Ja. Was? Weg, weg, weg. Ich muss hier gar... Nein. Da bin ich schon mal reingefallen. Ich raff gar nichts mehr. Wo bin ich hier? Jetzt habe ich mich doch im Wald verlaufen. So. Ich gucke gerade in diese Richtung. Ich gucke in diese Richtung. Und jetzt sieht es aus, als wäre ich hier gleich aus dem Wald raus. Oh! Nein! Wann habe ich zuletzt gespeichert? Die große Herausforderung. Wann hat er gespeichert? Das geht, glaube ich. This is the way, dem ich jetzt folgen muss, einfach nur. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir versuchen mal nichts zu killen, sondern einfach nur dem Weg hier zu folgen. Zack, steht hier ein Wolf rum. Stärk, stehen hier zwei Wölfe rum. Ja, okay, lassen wir das. Dann stehen da vier Wölfe rum. Ja, Ende, genau. Auf jeden Fall das Ende meiner Geduld. Kann ich nicht aus... Ja, ich könnte theoretisch außen um den Wald, aber das macht ja auch keinen Sinn. Da sind schon wieder die Kackwölfe. Oh, Freunde, ist mich hier schon wieder reingefallen. Das war doch beim letzten Mal schon so ein großer Zufall, dass ich hier wieder rausgekommen bin. Aber so richtig kletteraffin ist der Junge ja auch nicht. So, wir rennen jetzt einfach. Einfach rennen. Ja, es ist mir scheißegal, alles, was ihr hier vorhabt. Wir rennen. Ihr könnt euch meinetwegen alle gegenseitig killen. Ach, komm schon. Warum hat er mich denn jetzt noch erwischt? Oh Gott, das ist ja schlimm. Mann. So, Paxen, Dicken, wir laufen jetzt hier links an diesem scheiß Wald vorbei. Egal, ich will ja am Wald vorbei. Das heißt, ich kann euch links liegen lassen. So. Ja, lass mich bloß in Ruhe, du kleiner Penner.
merkt, ich bin gereizt. Oh, mit diesem Kackfliegen will ich gerade auch nichts zu tun haben. Ich will keinem hier wehtun. Ich will nur hier durch. Es sei denn, hier laufen Scavenger rum, die will ich alle umhauen. So, ist das die Brücke, über die ich muss? Ja, das sieht doch fantastisch aus. Das hätten wir vor 10 Minuten machen sollen. Ich gehe erst noch ein paar Schritte zurück. Just in case, sie Justin Bieber. So. Ich weiß, dass ich dich umbringen kann. Boah! Ätzend, dass die nichts dabei haben. Ja, den haben wir schon mal schön geschlachtet. Für ein komischer Eingang. Ist das der gefallene Turm? Wieder? Das sieht gar nicht so aus. Ja doch, jetzt erkenne ich ihn auch wieder. Ach, Gott sei Dank. Jetzt können wir wenigstens mitteilen, was mit Melvin passiert ist. So, wir müssen Dusty finden. Dusty saß da hinten irgendwo rum. Wir können es aber auch erst wieder Tag werden lassen, wenn wir wollen. Ich glaube, das ist für uns alle ein bisschen angenehmer tatsächlich. Kessel. Ah ja, hier. Ne, den will ich nicht. Karin will ich nicht. Irgendeinen anderen will ich als Gegner haben. Sketty. Ich will wetten. Ich will wetten. Aber im Moment findet kein Kampf statt. Der nächste Kampf ist in ein paar Tagen. Er wird vorher angekündigt. Dann eben nicht. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt erst ein Schlaffi-Schlaffi. Und dann suchen wir uns den, den ich eben gesagt habe, den wir uns suchen, weil offenkundig habe ich seinen Namen schon wieder vergessen. So, das hier müsste unsere Hütte sein. Vorrang. So. Hier legen wir uns jetzt hin. Wir schlafen schön bis morgens. Und stehen jetzt auf. So. In den Truhen ist nichts drin. Oh, es regnet sogar. Okay, cool. Das finde ich ja geil. Na, blutest du immer noch, Arschloch? Gott, kann ich den Typ nicht leiden. Mandango. Das ist bloß aus der Sonne. Gut, dass ich dich treffe, mein Freund. Wie sieht's mit deiner... Ich werde nicht mehr zahlen. Du enttäuscht mich. Von nun an sind wir keine Freunde mehr. Du wirst selber aufpassen müssen. Ich kann ganz gut auf mich selbst aufpassen. Das werden... Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf. Okay. Danke für die gruselige Morgen. Oh, ich wusste, dass der mich heute wieder anquatschen will. Der sich gerade in den Eiern... Hat Grimm sich gerade an den Eiern gekratzt? Bravo, nee, Pfanne, nee, Buddler, nee. Oh Gott, hoffentlich war der hier irgendwo in der Gegend. Buddler, Buddler. So. Was, Whistler? Wie sieht's aus? Gut. Du hast mir ein. Okay, ja. Das hilft mir gar nicht. Du bist also nicht der, den ich gesucht habe. Wer ist denn der, den ich suche jetzt? Oh Gott. Fisk nicht, Gardisk nicht, Buddler nicht.
Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Das ist nett von dir. Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Später. Gequatscht wird viel. Ich lerne eben gar nichts dazu. Hey, das ist er auch nicht. Noch ein Buddler, noch ein Buddler. Oh Mann, jetzt weiß ich wieder nicht, wo der Dulli ist. Sonnenschatten, Mordrak. Mordrak, da klingelt was, aber ich glaube nicht, dass ich mich mit dem unterhalten will jetzt gerade. Dann gucken wir mal als Questlog, wie heißt denn der Dussel aktuell so? Ja, eher nicht. Neue Seelen für die Bruderschaft. Dusty, so. Ja, aber ich muss Dusty finden. Dusty, wo bist du? Ach, guck mal, da oben, der sieht aus, als wäre er. Als du siehst Dusty aus. Ja, wunderbar. Ich war am Lager der Sekte und hab Melvin getroffen. Und? Was sagt er? Es gefällt ihm anscheinend besser, als sich von den Gardisten schikanieren zu lassen. Hey Mann, er hat den ganzen Spaß ohne mich? Ich muss dahin. Aber ich komme nie aus dem Lager raus. So? Warum nicht? Die Gardisten haben spitz gekriegt, dass ich mich verdrücken will. Schätze, ich habe zu viel geredet. Ich bräuchte mindestens 100 Erz, um die Wachen zu bestechen. Okay, das heißt, wenn ich dir jetzt 100 Erz gebe, kannst du die Wachen bestechen, abhauen. Und wie hilft mir das? Wer ist das denn? Ah, ein neues Gesicht. Was willst du? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Du bist neu hier und neue bekommen schnell Erde. Mit einer kleinen Spende an mich können... Nur 10 Erz, Mann. So, was krieg ich dafür? Und was bekomme ich dafür? Solange du in meinem Viertel bist, passe ich auf dich auf. Wenn du mal Ärger mit Typen aus dem neuen Lager haben solltest, wenn du dich mit einem Buddler anlegst, helfen wir dem, der gezahlt hat. So einfach ist es. Und wenn beide gezahlt haben? Dann sehen wir uns die Show an. Aber oft kommt das nicht vor. Okay, habe ich 10 Erz? Hier, 10 Erz. Und du hilfst mir, wenn ich Ärger habe. Wenn ich in der Nähe bin, kannst du auf mich zählen. Du kannst mich jederzeit zwischen dem Marktplatz und dem Südtor finden. Um die anderen Bereiche kümmern sich. Ja, das habe ich davon. Alles klar, ich soll euch auch noch schön pro Quadrant bezahlen hier, oder was? Fuck you! So. Wie viel Erz habe ich denn? So, nein, das ist falsch. So. Offensichtlich habe ich keine 100 Erz. So. Aber ich könnte ja dem Dussel da unten mein Schwert, die Schwert verkaufen. Nicht dem Gardisten, so, sondern hier Wilson Fisk. Zeig mir deine Ware. So, der hat nämlich Kohle ohne Ende. Aber auch keine 500. So. Achso, weil ich das ausgerüstet habe, kann ich das nicht verchecken. So. Das heißt aber, ich könnte das Schwert verchecken. So, hab schon mal wieder ein bisschen Kohle. Die Keule kann ich auch verticken. So. Das ist ausgerüstet, das kann ich also nicht verkaufen. So, hiervon kannst du mal 10 Stück oder so haben. So, Dietrich hier brauche ich selber. Ich weiß noch nicht, was ich mit der Münze soll.
Ist sie 11 wert? Die ist offenkundig gar nichts wert. Lass uns lieber aufs andere sehen. So. Was ist das? Noch eine Fackel. Noch eine Fackel. Was ist das? Schwarzer Weiser. Lass dich auf jemanden, du bist verlassen. Ja, das kann so verkaufen. Ein, so just for the fun. Ja, das will ich ja von dir haben. So. Wahrscheinlich hast du recht. Annehmen, so. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. So. Ja, 500 Erz. Waffen, ja, das ist viel Geld dafür. Für so eine leichte Butlerhose. Dafür, dass die nur 10 schützt. Das finde ich zu heftig. Nö, dann helfe ich lieber erstmal oben hier Dusty. So. Wo saß jetzt mein gelangweilter Freund Dusty? Scheiße. Mann, bin ich blöde. Ich weiß schon nicht mehr, wo Dusty sitzt. Dusty sitzt aber hier oben. Da ist Dusty doch. So. Ich kann dir das Geld anscheinend nicht geben. Okay. Ist mir kackegal. Dann gucke ich doch mal, ob ich nicht einen von den Dusseln herausgefordert kriege. Vielleicht ist der andere Dude ja ein bisschen einfacher umzulegen. Vielleicht habe ich aber auch schon genug Leute. Ich gehe jetzt nochmal mit Diego reden. So. Ich finde es übrigens schräg, dass wir jetzt keine Erfahrungspunkte gebracht haben. Ja, genau. Das ist ja noch Sly Raccoon. Der letzte Scheiß. Hier ist ja hier auf dem Sack jetzt hier. Kann schon sein. Diego! So. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausforderst. Also Kirgo. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Nick gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Was habe ich denn mit Dexter zu schaffen? Da rede ich halt auch gleich nochmal mit Dexter. So. Okay. Wenn du meinst, darf auch nicht alles darum, was man will. Ich muss jetzt immer lachen, wenn ich den sehe. Wo ist Kirgo? Skelty, Gore, solange wäre das damit nicht Karim. So. Erstmal abwarten. Kirgo, so. Speichern, Kirgo blöde anmachen. Hey du. So. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. War doch klar, dass das Ärger gibt.
So, erstmal kriegst du jetzt ein Bier. Okay, gib mir ein Bier. Hier, nimm. Oh, danke. Ich fürchte, von draußen kann ich nicht viel erzählen. Sie haben mich fast 2 Monate in einem dunklen Loch gefangen gehalten, bevor sie mich hereingeworfen haben. Schade. Na, was soll's. Hey, für 2 Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Sketty, meinst du? Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ihn das schon beeindrucken. Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, müsstest du Karim umhauen. Ja, das wissen wir schon. Ich fürchte nur, er ist viel zu gut für dich. Das haben wir schon. Wenn du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir Bescheid. Aber ich werde dir nicht gerne die Fresse polieren. Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir. So. Dann wollen wir mal. Ich hab nicht mal mein scheiß Schwert gezogen. Quatscht mir viel. Du brauchst wohl dringend was hinter die Ohren. Also in der Arena kann ich jederzeit auf den losgehen anscheinend. Das hilft mir aber nichts, weil ich kriege ihn offenkundig nicht platt gemacht. Nee, das hilft alles nichts. Vielleicht kann ich ihn bekämpfen, wenn ich kurz nochmal mit dem gesprochen habe. Ich halte mich da lieber raus. Ich hab da hey du. Ich fordere dich zum... Was? Nein, ich will gegen dich kämpfen. Wie du willst. Früher wäre das ganz... Lass uns kämpfen. Folge mir. So. Das passiert mir nicht nochmal. Ei, Karama, das macht überhaupt keinen Fetz. So, ich bequatsche ihn jetzt nochmal, dass er mit mir kämpft. Hey du. Problem. Was? Nein! Okay. Oh, danke. So viel quatschen, ja, ja. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. So. Der Typ verdrückt sich! Absolut idiotisch. Komm, man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Immer wieder. Hey, bist du blöd? Ja, ja, wir wussten, dass das passiert. Okay, das hilft alles gar nichts. Die sind alle viel zu krass. Kein Bock drauf. Na, kein Spaß, dann suchen wir uns jetzt halt nochmal kurz Dexter raus. Wo sitzt denn Dexter? Dexter saß irgendwo. Squad. Wer war Dexter? Ich halte mich da lieber raus. Gardist, Gardist. Gardist, Gardist. Es ist Bloodwind, Kudler, Aal, Graham. Wer war Dexter? Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern würde. Okay, nee, Sly habe ich ja schon abgearbeitet offenkundig. Diego ja eben verraten. Buddler, Buddler. Buddler, Buddler. Clipping. Whistler. Dexter läuft bestimmt hier unten bei dem irgendwo rum. Der war näher dran. Unten saß kein Dexter. Noch ein Puddler. Man darf auch nicht alles glauben lassen. Man darf auch nicht alles glauben. Oh Mann. Wer hier war Dexter? Machen.
Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Buddler, Buddler. Schatten. Schatten. Guy. Jetzt gleich habe ich hier alle gesehen und keinen Dexter gefunden. Buddler, Buddler. Buddler, Buddler. Nee, wo ist Huno? Wer ist denn Huno? Wie es aussieht, beherrschte dein Handwerk. Bisher hat sich noch niemand beschwert. Aber das will ich auch keinem raten. Jeder Pisser hier braucht ein Schwert. Und das kriegen sie von mir. Du lässt dich auf jemanden gewissen. Wie lange braucht kommt drauf an? Ein einfaches Schwert mache ich dir schneller, als deine müden Augen zuschauen können. Vorausgesetzt, du motivierst mich mit einer entsprechenden Bezahlung. So ein Spinner wie der Whistler muss aber meistens länger auf sein Schmuckstück warten. Wieso? Bezahlt er nicht gut? Doch. Dann irgendwie hat der Typ ein Faible für Ornamente. Ja, ja. Kann schon sein. Ich würde mich selbst gerne mal in deiner Schmiede versuchen. Jo, so. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Was muss ich tun? Okay. Nimm den Rohstahl und halte ihn ins Schmiedefeuer. Dann musst du den glühenden Stahl am Amboss schmieden. Stecke dann die glühende Klinge dort drüben in den Wassereimer, um sie zu härten. Am Ende muss die abgekühlte Klinge... Verstehe. Allerdings brauchst du dafür ein paar Sachen. Lass mal, das wird nicht so ausgehen. Ja, jetzt gerade nicht. Das ist mir alles zu blöde. Der pisst doch da schon wieder in die Ecke. Bist du? Nee, du bist Fletcher. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fürchte, wir haben Dexter nicht gefunden. Das heißt, die Suche geht einfach in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich für euer Zusehen, auch wenn heute nicht so viel passiert ist. Und hoffe, ihr schaltet dafür aber beim nächsten Mal wieder ein, wo richtig was abgehen wird. Ich weiß zwar noch nicht was, aber irgendwas wird abgehen. Und sage bis dann. Ciao, ciao.